Thank you.
Und auch das ist mir egal, weil die drei Meter, die ich bin, die
lassen sich von mir unendlich ausdehnen, wenn ich denn möchte. Und außerhalb dieser unendlichen 3 Meter kann mir die Welt gestohlen bleiben. Außer, ich muss in der Masse von Körpern diesen einen bestimmten, der aussieht wie irgendein Dahergelaufener, rausfischen, weil ich diesen einen ganz bestimmten für meinen Jahrhundertraum benötige. Wichtig ist nur, dass der Kerl, auf den ich hier am Flughafen warte, also der Jonathan Mesut, den sicherlich jeder kennt, weswegen ich ihn eingeladen habe, oder sagen wir richtigerweise eingekauft, dass der Jonathan die ganze Zeit über bei mir bleibt. Nein, dass ich die ganze Zeit über bei Jonathan bleibe. Nein, dass der Jonathan denkt, dass ich die ganze Zeit über bei ihm geblieben bin. Und sollte er später von den Bullen gefragt werden, ohne zu zappeln, was ziemlich schwierig werden dürfte, antwortet: Nein, Sky, war die ganze Zeit bei mir. Ich liebe sie wie meine Mama und die liebt mich auch wie meine Mama. Entweder ich weiß nicht, den Kerl in der Masse zu unterscheiden, oder er ist überhaupt nicht gelandet. Entweder ich drehe also an dieser Stelle um und lasse die ganze Kiste ins Wasser fallen, lasse die Party platzen, die Steine Diamanten sein, sag den Jungs, sie können sich verpissen und scheiß auf den Jahrhundertraum und auf mein Leben. Oder... Was sich aber verhindern lässt, wenn Frau erfahren ist.
hat. Sicherlich verrate ich meine Tricks nicht. Aber wer was wird, wird selbst drauf kommen wie. Und wie aus der Pistole geschossen, sage ich zu meinem Nachbarn: Hey Johnny, letzte Woche, als ich hier saß, da saß an deiner Stadt mein potenzieller Lebensabschnittgefährte. Und dem habe ich beim Fahren im Auto die Seitentür aufgehalten und sie mit einem festen Stoß. Sowas funktioniert immer. Irgendwas. Zauberwort. Immer wenn ich an einen anderen Ort bin. Wenn sich etwas grundsätzlich in meiner Geschichte oder im Augenblick ändern muss, weil sonst wirklich alles Gefahr läuft, schief zu gehen, dann sag ich: Zauberwort. Weil erstens ist das mein Lieblingswort seit meiner Kindheit. Und zweitens ist das hier meine Geschichte und da lasse ich mir von nichts und keiner Logik reinreden. Und drittens habe ich hier die Macht und man kann mir überhaupt nichts, weil ihr von der strukturellen Gewalt gemartert seid, ich aber nicht. Und viertens braucht dann auch keiner sagen, er hätte von nichts gewusst. Und fünftens, wenn hier irgendjemand etwas zu meinen Skats Ungunsten unternimmt, dann erstens reiß ich den Arsch auf. Zweitens lass ich meinen Kontakt bespielen. Drittens, es wird sein Chef anrufen. Viertens, dann gibt es ab nächsten Monat kein Gehalt mehr. Fünftens, kein Reinhaus. Sechstens, kein Feinkosteinkauf. Kein Cluburlaub, kein Museumsbesuch, kein Kino und sowieso kein Theater mehr, sondern ein Rauswurf. Und in der Folge soziale Integration. Und wenn hier irgendjemand meint, er könnte meinen Chef anrufen, mit dem ich gelegentlich ins Bett steige, na dann, dann sag ich einfach Zauberwort. Hau mit meinen Diamanten ab und mach mir irgendwo da draußen ein schönes Leben. Denn meine Diamanten sind von Cartier. Denn kannst mir gar nichts sagen. Und da sagt doch der Fahrer von vorne plötzlich und in einem grammatikalisch korrekten Satz: Also mir ist alles ziemlich wirr. Ich glaube, ich habe mich verfahren. Entschuldigung, ich meine, wissen Sie vielleicht, wo wir sind? Und da möchte ich wirklich ausrasten. Weil sowas ja auf keinen Fall passieren darf. Ja, aber ich missachte ihn einfach, weil Missachtung die angemessene Strafe für seines Gleichen ist. Wenn ich mit Wichtigerem beschäftigt bin. Ha ha ha!
Skeptizismus sowieso dekonstruiert wurde. Ha ha ha!
Ja, und... Verzeihung. Und um den Johnny weiter bei der Stange zu halten, erzähle ich einfach weiter, dass als ich meinem Ex-Freund bei Farbe und Auto die Seitentür und den Ebenfalls gestoßen habe, rauskicken lassen, weil ich es selber gemacht habe und rausgekickt, da hat er mir doch noch seine bedepperten Verdächtigungen, von denen man überhaupt nicht sagen kann, ob sie der Wahrheit entsprechen oder nicht, an den Kopf geworfen. Puh! Ja, das klang dann nur mehr so. Willst du hier zwischen Tür und Angel mit mir Schluss machen? Willst du hier zwischen Tür und Angel mit mir Schluss machen? Hast du einen anderen Mann gebumst? Hast du dich in einen anderen Mann verliebt? Das kann nicht dein Ernst sein. Ich bin so alleine. Ich habe niemanden. Ich habe doch sonst keine Freunde. Gestern hast du gesagt, dass du mich liebst. Wie kannst du heute sagen, dass du mich nicht mehr liebst? Hast du mich belogen? Sag mir, was ich dir glauben soll. Bla, 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 bla. Ich bin dir egal. Du liebst mich nicht mehr. Wie kannst du mich nicht mehr lieben? Die Person, mit der ich alles teilen wollte, mit der ich Kinder haben möchte. Mit wem hast du gefickt? Hast du dabei nicht an mich gedacht? Hast du dabei an mich gedacht? Unbelievable. Was geht mir durch den Kopf? Also was geht hier durch den Kopf? Was spielt sich da drin ab? Bla 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 und Bums und Zauberwort. Naja, und dann war die Tür auch schon wieder zu. Irgendwann muss ja mal Schluss sein mit dieser ewigen Bevormundung. Naja, und... Und wie dieser letzte Satz so auf der Zeitebene verstreicht, da muss ich wohl einen Augenblick nicht aufgepasst haben. Weil da sagt der John total stoisch. Oh, nein, ich kann das nicht. Ich kann heute Abend nicht. Ich hab wahnsinnige Angst und ich will sofort zurück zum Flughafen, zu meiner Mama nach Tokio. Nein, Nathan Mese. Denn wir müssen zuerst zu Cartier, weil da die teuersten Diamanten der ganzen Welt präsentiert werden. Und ich brauche dich dazu. Und du reagierst dich jetzt mal ganz schnell ab und machst dir keinen auf Star-Allüren, weil du dir das als Künstler gar nicht leisten kannst. Ja, außerdem weiß auch keiner, wo wir sind, oder? Wir könnten ja überall sein. Scarlett, du musst dich jetzt anstrengen, musst dich auf die Sache konzentrieren, musst, weil du sollst, was du kannst. Du weißt, dass Frau stärker aus der Krise rauskommen muss, als Mann hineingegangen ist. Scarlett, scratch your own itch. Irgendetwas hast du liegen lassen, hast du vergessen. Irgendetwas läuft in die falsche Richtung. Irgendjemand verfolgt dich, ist dir auf der Schliche, hat dich beinahe durchschaut. Und in diesem Moment sagt doch der Johnny aus lauter Angst zum wiederholten Mal seinen dämlichen Spruch auf. Mund auf Lolli rein, 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 Mund auf.
in der Dauerschleife hat sich etwas in meinem Bewusstsein freigesetzt und ich danke Mese mit einem Kuss und auch zu meinem Fahrer. Gut gelaufen! Okay, blöde, orientierungslose Sau. Wir müssen zuerst ins Hotel. Sie sind doch bereits schon 10 Minuten hinten an. Begehen Sie denn da keinen Fehler? Augenblicklich, oder ich schmeiß dich raus. Du wärst nicht der Erste. Und der Fahrer zum letzten Mal, dass wir von ihm etwas gehört haben. Oh, aber wir kennen hier doch kein Hotel. Es muss jetzt einfach dieses eine verfickte Hotel sein. Und Mese neben mir, der quengelt. Aber ich will mein Scarlett O'Hara Zimmer, sonst kann ich nicht einschlafen. Worauf ich sag, ja, der teilt die Knappe. Sag ich nicht, denke ich aber. Und hey John, zur Not kannst du auch bei mir sitzen. Ich heiße doch auch Scarlett. Und er, juhu, sofort anhalten. Und ich, Fehler und Zauberwort und zum Rezeptionisten, dass ich sofort und unbedingt für diesen Super-Mega-Künstler-Star dieses eine Bett benötige. Worauf der meint, dass wegen einer Großveranstaltung komplett ausgebucht sei. Und ich, Zauberwort. 16. Stock, Herr Mese. Thank you.
Oriwa, Nihongo, Mataku, Hanasemasen. Das Gale zu fragen, traust du dich nie. Du bist immer so schüchtern, wenn es um Frauen geht. Mach doch einmal auf. Jonathan, geil ist doch geil ist geil. Du musst endlich spielen. An ihrem Namen hast du doch auch Gefallen gefunden. Weil Scarlett eigentlich eine reine Kunstfigur ist und das Leben langweilig. Du schaust aus dem Fenster und alles da draußen könnte aus pappiger Fassade sein. Doch zu dir kommt nichts herein. Alles ist Stille und Langeweile ist langweilig. Und das Gegenteil von Langeweile ist Kunst. Und die ist sensationell. Maul, als wäre es gemacht. Und ein Lolli ist ein Lolli ist ein Lolli. Jonathan, du hast dich verliebt, weil Scarlett niedlich ist und sie kümmert sich um alles und holt dich ab und gibt dir Geld und einen tollen, tollen Ort zum Schlafen. Jonathan, du bist dir peinlich. Du warst vorhin so zickig zu obwohl sie so lieb zu dir ist. Konzentriere dich jetzt auf diesen Hintern. Der ist ein Hintern, ist dein Hintern. Und den hätte der Gaddafi, das große Vorbild aller Künstler, auch geliebt. Oriwa, Nihongo Mataku Hanasemasen, Sukaletto. Thank you.
war der Gaddafi einer unserer besten Kunden und zweitens ein lieber Mensch hinzu, der wusste, was geben heißt. Und sein Sohn, Saif al-Islam al-Gaddafi, der ist total auf mich abgefahren, was den Jonathan wohl nicht mehr interessiert, weil er mich schreit, unterbricht, diese mickrigen Demokraten! Dass diese mickrigen Demokraten diesen großen Mann das angetan haben, den wollte man den Kopf abschlagen, künstlich abschlagen, zum Spiel und zum Spaß! Eigentlich ist der Jonathan ja echt ein cooler Typ und nicht so ein eingeschlafener Trottel wie alle anderen. Denn erstens, nein, denn Gaddafi war sicherlich ein besonderer Mensch von besonderem Auftritt. Der war ein Künstler. Der hat nicht im Hotel gelebt, so wie wir. Nein, der hat sich seine Kostüme selbst entworfen und hat gedichtet. Und alle durften nach seinen Gedichten leben. Der hat die Diktatur der Kunst umgesetzt. Das war ein großer Mann. Und während der Jonathan das sah, da denke ich mir, Mensch, Mese, du und ich und Kunst und Cartier und Diamanten, das passt doch eigentlich prima zusammen. Ich meine, die Kunst, die ist zwar ein bisschen ungepflegt und stinkt ein bisschen arg aus dem Mund und ein bisschen arg unter den Achseln, aber davon abgesehen... Aber noch radikaler und besser ist es, man spielt wie ein Baby. Hier, Spiel, ja! Ja, die Kunst ist zum Spielen da! Ja, wenn ein Baby etwas kaputt macht, was stört es das Baby? Und da höre ich mich sagen, dass das ja auch wieder so eine Parallele ist zu mir. Denn Katrin macht ja auch kaputt. Steine, Berge, Landstriche, Gesellschaften. Und was wir alle immer sagen, Afrika braucht einen Neuanfang. Und die Möglichkeit zum Neuanfang haben die doch nur wegen dem Jonathan und mehr. Skat. Im Gegensatz zu den mickrigen Demokraten ist unsere Geschichte noch nicht zu Ende. Hey, Mese, los jetzt! Dein Auftritt, Katrin! Sonst gibt's keine Gabe! Und Zauberwort! Und wir sitzen in der Fälscher. Und ich habe extra eine bestellt, die von einem Japaner gezogen wird, weil das erstens historisch korrekt ist und zweitens sich ganz wunderbar machen zu Katrin. Und während uns der Fahrtwind entgegenlässt, fühlt sich der Jonathan endlich daheim angekommen, pudelwohl und ist ganz auf seinem Gebiet.
Das ist man noch niemals für eine Dauer. Das ist man im besten Fall vielleicht irgendwann einmal gewesen. Aber man selber ist ja gar nichts. Scarlett, es gibt Kunst, die bleibt. Und dafür könnten sie mich lieben. Reine Scheiße ist der Tod. Wenn ich etwas auf den Tod hasse, ist es Wirklichkeit in der Kunst. Die hat schon viel zu lange geherrscht. Da gibt es auch keinen Gott, dem man etwas nachmachen könnte. Da gibt es gar nichts. Da gibt es nur Mechanik, Muskel, Fleisch, Sperma und Scheiße. Und sonst kommt da nichts mehr. Auch wenn ihr immer meint, da sei noch irgendetwas dahinter. Aber da kommt nichts mehr. Das Einzige, was die Kunst kann, ist das, was passiert. Weil wir nämlich angekommen sind. Und so läuft es nun endlich, wie ich es mir ausgedacht habe. Oder verzeiht. Reopening Cartier. The French Jeweler and Watchmaker. Créateur d'objets précieux. Joyeux, Olga, Bell, Love.
Diamanten sind das,
Ich bin leicht.